Ja, schönen guten Morgen, meine Lieben. Hier ist euer dicker Brummi. Mein Name ist Alex, komme aus Eckernförde und habe mir einfach mal überlegt, ein bisschen was aus meinem Alltag zu erzählen. Ich bin jetzt seit fast 5 Jahren Berufskraftfahrer und ich habe so viel Scheiße schon auf deutschen Straßen miterleben dürfen. Das passt manchmal nicht mehr mal mehr auf eine Kuhhaut. Darum habe ich mir vor kurzem überlegt, diesen persönlichen Blog oder Vlog wieder zu starten. Schlicht und ergreifend. Vielleicht erreiche ich damit jemanden, vielleicht erreiche ich damit niemanden. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Versuch mal klug. Nee, ich habe vor, wieder aus dem Alltag zu erzählen, ein paar Eindrücke zu schildern, die andere Verkehrsteilnehmer nicht haben. Wenn man mal bedenkt, dass ich habe einen kleinen LKW, also trotzdem 40 Tonner, dass ich auf knapp 2,50 Meter sitze. Ja. Falls mein Arbeitgeber das sehen sollte, ich mache das in meiner Freizeit, auch wenn ich im LKW sitze. Bitte sei mir nicht böse. Schlag mich nicht, beiß mich nicht. Nein, ich will das ein bisschen mit Humor machen. Es geht halt darum, mal die Eindrücke zu schildern, die tagtäglich auf einen einprasseln. Es ist jetzt kurz vor 2:30. Es ist warm. Ich habe Fenster offen. Und es ist herrlich draußen. Ich bin eher ein Kind der Nacht. 2:30 ist sogar ein später Zeitpunkt, wo ich anfange zu arbeiten. Ja. Ich habe vor, jetzt einmal die Woche ein bisschen zu labern. Wie gesagt, ich habe so ein paar Themen im Kopf, was man besser machen kann im Verkehr. Ich bin auch kein Engel, Gottes Willen, das will ich auch nie behaupten. Aber andere haben das Messer noch querer zwischen den Zähnen als ich. Und davon möchte ich einfach mal ein bisschen schildern. Wie es ist, wenn man mal eine Vollbremsung auf der Autobahn machen darf. Oder wenn man an Stellen überholt wird, wo man nie damit rechnet. Und auch von was man überholt wird. Ja. Es ist, wie gesagt, es soll einfach ein kleiner Vlog sein, wo ich meine Erlebnisse der Woche verarbeite, was gut gegangen ist, was schief gegangen ist, was ab und zu mal vorkommt. Ob es mal das Hallentor bei der Werkstatt war, was mein LKW kennengelernt hat. Oder wenn man ein Stück Reifen ein Stück Gummi aus dem Reifen fehlt. Ja, all solche Sachen. Ich bin jetzt in meiner zweiten Firma. Ich war 1,5 Jahre bei einer anderen Firma. Ich werde keinen Namen nennen. Gottes Willen, ich werde nicht verklagt werden. Obwohl, einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche packen. Na gut, nackt bin ich jetzt auch nicht. Aber egal. Nein, ich werde meine Eindrücke schildern. Jetzt fahre ich Zement. Grob gesagt, das ist das Mehl für den Teig fürs Brot. Was man nicht weiß, was Zement ist. Aus Zement wird Beton. Ja. Ich versuche weitestgehend keinen Namen zu nennen. Keine Schleichwerbung. Ja. Vielleicht ab und zu mal ein paar Tipps geben, was man machen kann. Falls mein gefährliches Halbwissen mal was nicht weiß und das Schwarmwissen draußen in der weiten Welt was besser weiß, nehme ich auch gerne alles an. Sicher ist sicher. Nein. Jetzt werde ich jetzt mal gleich meinen Motor starten, meine Karte stecken, dann meine Runde um meinen Brummbrumm machen, weil man sollte sich jeden Morgen die Zeit für die Abfahrtskontrolle nehmen. Erst vor kurzem hat ein Mensch, der einen anderen Spaß versteht als ich, mir meine Feststellbremse am Auflieger, man kann sie rausziehen, dann ist der Auflieger separat fest. Hat er gemacht. War sehr nett, es herauszufinden. Muss ich sagen, auch wenn ich um den LKW gegangen bin, ich habe nicht drauf geachtet. Schlicht und ergreifend, weil ich damit nicht gerechnet habe. Sattelkupplung, Lichter, ja, Reifen, wird alles kontrolliert. Aber auf den kleinen roten Penümsel habe ich nicht geachtet. Passiert mir nicht nochmal. Nur mal so. Ja. Ich weiß, ich bin kein Model. Na gut, für Fleischwurst könnte ich modeln. Aber sonst, nein. Ich bin ein dicker Brummi.
das war ich, das bin ich, das werde ich immer sein. Und ja, mal sehen, wie viel Content ich mache. Ich werde die Videos auch separat auf YouTube hochladen. Oh, Fame! Und dann werden wir mal sehen. Wie gesagt, ich versuche jetzt einmal die Woche Content zu machen. Wenn mal zwischendurch was ist, wie eine Vollsperrung, eins meiner Lieblingsthema, die Rettungsgasse, das werde ich dann alles erörtern. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen. Beziehungsweise ich werde es ja jetzt am Nachmittag hochladen. Und ja, dann wünsche ich euch auch was. Bleibt gesund, bleibt flutschig und dann reingehauen. Ciao.